Gabi. Alles Gute zum Geburtstag, Peter. 20 Jahre Freundschaft. Ist das zu fassen? Und du redest noch mit mir? Weißt du noch, wie wir uns damals begegnet sind? Und das wird sich immer schräg anfühlen. Total schräg. Debbie, du musst dir mal eine Pause gönnen. Ich muss vor allem pragmatisch sein. So ist das als alleinerziehende Mutter. Klar. Tragisch. Ich habe eine Idee. Ich komme nach L.A. für eine Woche, pass auf Jack auf und du wohnst hier. Ich weiß nicht. Lass mich helfen. Du steckst in der Klemme. Sich um Jack zu kümmern, ist wirklich viel Arbeit. Ich krieg das schon hin. Ich hoffe nur, du bekommst auf dieser Reise alles, was du willst. Einen heißen Kerl, vielleicht sogar ein Waxing. Waxing? Oh, da unten. Ein Waxing. Oh, dazu wird es ganz sicher nicht kommen. Deine Wohnung ist der Wahnsinn. Hi, ich bin Debbie. Die Debbie? Peter redet ständig von Ihnen. Ich bin etwas peinlich berührt. Ich habe nichts weiter hier drunter an. Oh, nicht schlimm. Wir haben doch alle schon mal halbnackt an die Tür irgendeines Typen. Mom sagt, dass du nicht weißt, wie man mit Frauen umgeht. Sagt sie das, ja? Und wie soll es jetzt weitergehen? Können wir nicht das Thema wechseln? Antwortest du auf jede Frage mit einer Frage? Antwortest du auf jede Frage auf eine Frage mit einer Frage? Und dein Liebesleben jetzt? Ist in etwa wie eine alte Geisterstadt. Zum Anknabbern. Wohin gehen wir? Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Krieg ich deine Nummer? Du liebe Zeit. Hier. Er steht voll auf dich. Nein, steht er nicht. Wir beide erzählen uns doch alles, oder? Voll und ganz. Ich habe da jemanden kennengelernt. Kann ich dir was anvertrauen? Hast du damit klar? Die Nacht, die Debbie und ich zusammen verbracht haben, danach musste ich ständig an sie denken. Du musst es ihr sagen. Zu spät dafür. Also ehrlich, schon mal mit Reden versucht? Warte, ich versteh's nicht. Peter ist nicht auf diese Art an mir interessiert. Ich finde, dass wir das, was zwischen uns ist, näher ergründen sollten. Das ist nur ein kleiner Rückschlag, okay? Du musst nur etwas wagen. Ich gehe keine Risiken ein. Was willst du jetzt tun?